Salve, allerseits. Gestatten, Dottor Reblos. Boah, che schifezo! Dieser Wein stinkt ganz grässlich. Er korkt. Che brutta parola. Schuld daran ist ein Molekül namens Trichloranisol. Das kann schon in ganz kleinen Mengen eine fürchterliche Gestank im Wein verursachen. Puh, was man dagegen machen kann? Tja, gar nichts. Proprio niente, eh? Leider. Auch wenn manche Leute behaupten, dass man verkorkste Weine zum Korken nehmen kann und der Geruch dann verschwindet, glauben Sie das bloß nicht. Sonst löffeln Sie demnächst Korksoße. Puh. Das fiese Trichloranisol verflüchtigt sich nämlich erst bei 132 Grad. Sieh. Also, Flasche ausschütten und eine neue aufmachen. In diesem Sinne, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Alla prossima, Ihr Dottor Reblos. Etere tupete 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 tupete